Sehr. Vielen Dank. Meine Frage geht an den Einzelsachverständigen Dr. Gunter Frank. Herr Dr. Frank, Sie sind seit 30 Jahren als Arzt tätig. Wie haben sich Ihr Berufsalltag und Ihre Patientenstruktur seit der Einführung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht verändert? Die Frage ging an Dr. Frank. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Mein Name ist Gunter Frank. Ich bin Allgemeinarzt aus Heidelberg. Seit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht kommen immer mehr Patienten aus dem Gesundheitsbereich in meine Praxis. Darunter sind erfahrene Krankenschwestern, Altenpfleger, Rettungssanitäter, die eine deutliche Zunahme bestimmter Krankheitsbilder kurz nach einer Covid-Impfung mit den neuen Covid-Impfstoffen erleben. Sie berichten von Patienten mit Herzproblemen, Herzinfarkten, Embolien, Schlaganfällen und für einiges mehr. Sie sehen auch, dass Kollegen betroffen sind. Genauso wie Sie beobachten, dass geimpfte Kollegen nicht vor einer Covid-Infektion und Arbeitsausfall geschützt sind. Laut Robert-Koch-Institut besteht ja auch kein Fremdschutz. Das bedeutet, Patienten können von Geimpften genauso wie von Ungeimpften angesteckt werden. Jedoch sind die offiziellen Meldezahlen der Impfnebenwirkungen inzwischen ziemlich heftig. Im Vergleich zur Grippeimpfung besteht schon jetzt ein 40-fach erhöhtes Todesrisiko und ein 170-fach erhöhtes Risiko bleibender Schäden. Deswegen verstehen viele Pflegekräfte nicht, warum sie so massiv unter Druck gesetzt werden. Wer sich nicht impfen lässt, dem droht ein Betretungsverbot und Verlust der beruflichen Existenz. Um es mal konkret zu machen. Eine 61-jährige Altenpflegerin, gesund, kommt in meine Sprechstunde. Sie sagt, dass sie Respekt, aber keine Angst vor Covid-19 habe, aber dass ihr diese neuartigen Impfstoffe große Sorgen machen. Sie lebt alleine und ist auf ihr Einkommen angewiesen. Sie hat erlebt, dass Patienten sich in ihrem Heim massiv nach der Impfung gesundheitlich verschlechtert haben. Deswegen möchte sie sich nicht impfen lassen. Ich finde, diese Frau hat es nach 35 Jahren harten Berufslebens verdient, dass man ihre professionelle medizinische Meinung respektiert. Sie wie viele andere Betroffene auch empfinden dieses Gesetz als staatliche Nötigung und als Angriff auf ihre körperliche Unversehrtheit. Viele halten diesem Druck aber nicht stand und lassen sich gegen ihre Überzeugung impfen. In meinem Sprechzimmer fließen dazu Tränen der Verzweiflung und auch der Wut. Ich muss sagen, irritiert hat mich die aktuelle Stellungnahme der Deutschen Krankenhausgesellschaft, die meint, der Druck auf die Pflegekräfte könnte durch eine allgemeine Impfpflicht vermindert werden. Meine Damen und Herren, nichts könnte falscher sein. Das, was die Pflegekräfte wie meine Altenpflegerin belastet, ist, dass sie zu einer Impfung genötigt werden, die ganz offenbar keinen relevanten Nutzen hat, aber deren schädliche Nebenwirkungen immer deutlicher werden. Deswegen muss bitte jede Form von Impfpflicht gestoppt werden. Vielen Dank. Klar, bitte. Vielen Dank. Meine nächste Frage geht an den Einzelsachverständigen Dr. Gunter Frank. Herr Dr. Frank, die Universität Marburg bietet seit kurzem eine Sprechstunde an für Patienten mit Problemen nach Covid-Impfungen. Sie wird überrannt und es gibt lange Wartelisten. Welche diesbezüglichen Erfahrungen haben Sie gemacht? Herr Dr. Frank, Sie haben das Wort. Mein Name ist Gunter Frank, Allgemeinarzt aus Heidelberg. Also zunächst mal, die Aussagen von Herrn Pfister und Herrn Schutmann entsprechen nicht der internationalen Datenlage. Das sollte eigentlich bekannt sein, dass der Impfschutz nicht mehr besteht. Auch macht es keinen Sinn, irgendwelche Daten zu nennen, ohne zu unterscheiden zwischen geimpft und nicht geimpft, was ja bekanntlich die Krankenhäuser und die DIVI nicht hinbekommen haben. Auch die Aussage eines Arbeitgebers, die Pflegekräfte würden sich ohne Druck impfen lassen, würden meine Patienten als Hohn empfinden. Jetzt zurück zur Frage. Sowohl ich selbst wie auch Kollegen, die sich dem Thema Impfnebenwirkungen öffnen, erleben die gleiche Situation. Wir werden tatsächlich überrannt. Dabei erlebe ich ein breites Spektrum von Symptomen wie neurologische, muskuläre, kardiale Probleme, Autoimmunerkrankungen, Sehstörungen, Schwindel, Hautveränderungen, Augenprobleme, vieles mehr, um nur einige zu nennen. Wir reden inzwischen von einem Postvakzinen-Krankheitsbild. Ein Beispiel. Eine 36-jährige Krankenschwester hat sich ordnungsgemäß zweimal gegen Covid impfen lassen. Nach der zweiten Impfung treten starke Schmerzen in der rechten Brust auf. Es entwickelt sich eine sogenannte granulomatöse Mastitis. Und sie ist seitdem in der Uniklinik in Behandlung, die zwar als Autoimmunerkrankung das Ganze einstuft, aber es eben nicht ans Paul-Ehrlich-Institut gemeldet hat. Das Brustgewebe ist schon so weit zerstört, dass man ihr gegenüber von einer möglichen Brustamputation sprach. Derzeit steht sie unter einer Cortison-Stoßtherapie, die sie nicht gut verträgt, aber wenigstens die starken Schmerzen reduziert. Sie arbeitet in einer Arztpraxis und wurde nun aufgefordert, sich auch noch boostern zu lassen. Davor hat sie natürlich große Angst. Bitte machen Sie sich klar, eine junge Frau, deren rechtes Brustgewebe sich nach der neuartigen Covid-Impfung qualvoll selbst zerstört, wird nun vom Gesetzgeber, also von Ihnen, gezwungen, sich dennoch boostern zu lassen, weil sie sonst den Job verliert.
Und ich als Arzt werde kriminalisiert, wenn ich sie davor bewahren möchte. Das ist unverantwortlich. Es gibt inzwischen Tausende solcher Patienten, die durch diese Impfung in große Not geraten und aber weitergehend ignoriert werden. In meiner nun 30-jährigen Erfahrung als Arzt habe ich sowas noch nie erlebt. Ich möchte Sie deshalb an Sie als Verantwortliche appellieren, diesem Drama ein Ende zu bereiten und die einrichtungsbezogene Impfpflicht endlich abzuschaffen. Vielen Dank. Ich bitte Sie, künftig andere Sachverständige mit dem gebotenen Respekt zu begegnen. Jetzt geht das Fragerecht über an die Linke und es fragt Atış Gürpiner. Bitte sehr. Herr Ziegler, bitte sehr. Vielen Dank. Meine nächste Frage geht noch einmal an den Einzelsachverständigen Dr. Gunter Frank. Herr Dr. Frank, Sie sind in Gremien tätig, in denen es um Qualitätssicherung medizinischer Entscheidungen geht. Wie beurteilen Sie die Qualität der Covid-Impfempfehlungen, wenn diese Kriterien angewendet werden? Herr Dr. Frank, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Mein Name ist Gunter Frank, Allgemeinarzt aus Heidelberg. Wenn es um eine medizinische Behandlungsentscheidung geht, sollte der Arzt den Patienten darin unterstützen, eine sogenannte evidenzbasierte Entscheidung oder auch informierte Patientenentscheidung zu treffen. Dazu muss die Studienlage und die persönliche Situation des Patienten sorgfältig abgewogen werden. So steht es auch in der von der Bundesregierung initiierten Patientencharta. Gegen mächtige Fremdinteressen in der Medizin kämpfen Ärzte auf der ganzen Welt dafür, diese Qualitätskriterien durchzusetzen. Seit Corona werden jedoch alle diese Qualitätsstandards über Bord geworfen. Auch einige der hier genannten Studien entsprechen keinen hohen Qualitätskriterien. Das geht auch mit der Zulassungsstudien los, wo die wirklich entscheidenden Endpunkte wie Gesamtmorbidität und Mortalität gar nicht richtig untersucht wurden und die sich inzwischen auch als negativ gezeigt haben. Früher wurden regulär zugelassene Medikamente bei weit geringeren Sicherheitsbedenken gestoppt, aus gutem Grund. Man wollte verhindern, dass sich die schlimmen Erfahrungen aus dem Contagan-Skandal wiederholen. Heute jedoch akzeptiert man bei den neuartigen Covid-Impfstoffen hohe Todeszahlen und Nebenwirkungsraten geradezu gleichgültig. Dabei ist die lediglich bedingte Zulassung dieser Impfstoffe von der Europäischen Arzneimittelagentur an sehr hohe Sicherheitsauflagen geknüpft. Die Mitgliedsländer sollen sorgfältig ihre Daten zu negativen Impffolgen ständig aktualisieren und weitermelden. Doch das Bundesgesundheitsministerium ignoriert in fahrlässiger Weise selbst die eindeutigsten Hinweise auf eine dramatische Unterwassung von Nebenwirkungen. Und wie wir gerade erleben, verweigert sich auch der Gesundheitsminister einer Evaluierung der Maßnahmen. Man muss sich inzwischen wirklich fragen, ob es kein Verantwortungsgefühl gibt für das menschliche Leid, was man da anrichtet. Für eine Impfpflicht mit den neuartigen Covid-Impfstoffen gibt es somit keine wissenschaftlichen Argumente, weder allgemein noch einrichtungsbezogen. Es gibt stattdessen massive offene Sicherheitsfragen. Mit all meiner ärztlichen Erfahrung appelliere ich nochmals an Sie. Ignorieren Sie nicht weiter diese Wirklichkeit. Ja, sie ist da und sie ist grausam. Der gesundheitliche Schaden wird nur größer und es droht ein Contagan-Skandal mit dem Faktor 10. Stellen Sie sich endlich Ihrer Verantwortung als Gesetzgeber für dieses menschliche Drama. Es läuft derzeit vor unserer aller Augen ab. Man muss es nur wahrnehmen. Stoppen Sie die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Vielen Dank. Das Fragerecht geht nun weiter an die SPD. So, hier gibt es gerade erheblichen Widerspruch von ärztlichen Kollegen gegen das, was gerade gesagt wurde. Das nur erklärt die Unruhe hier im Raum. Und jetzt geht das Fragerecht weiter an die SPD, Frau Baradari. Ich muss erst mal tief Luft holen. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte zu Beginn meiner Frage 1. Ja, Frau Vorsitzende, darf ich da um rufen? Ja, wir fangen jetzt mit der Zeit noch mal an. Sie dürfen jetzt sprechen und wir stoppen. Frau Baradari, bitte. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Zu Beginn meiner Frage möchte ich eins vorweg schicken. Ich glaube, dass jeder hier im Saal sich seiner Verantwortung im Klaren ist und dass hier jeder nach bestem Wissen und Gewissen handelt. Und ich möchte auch hier klarstellen, dass wir in der Runde halt eben Mediziner, aber auch Nichtmediziner haben. Und gerade unter den Medizinern haben wir auch Kolleginnen und Kollegen, die fast ihr Leben lang sich im Dienste der Patienten zur Verfügung gestellt haben. Ich gehöre auch mit dazu, 28 Jahre
Medizinerin, Ärztin für Kinder- und Jugendmedizin und habe selbst mehrere Impfungen, hunderte Impfungen vorgenommen und kann wirklich aus der Praxis auch berichten, bin in mehreren Qualitätszirkeln und in Kontakt auch mit Häusern, da maximal versorgen. Nur um das mal vorweg hier klarzustellen, hier versucht jeder im Sinne der Sache das Beste zu geben. Das wollte ich doch noch mal vorab schicken, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte.